gegenseitig entlassen, den guter Führer. Weißt du, was ich seht's dich. Schuh ein Bier für meinen Freund. Mit Mist zu. Der Trottel weiß auch wieder nicht, dass du einen Schuh hast. Sag mal, wie hast du mich eigentlich gefunden? Ich finde es aber kein Problem. Ne? Oder mit der Nase noch. Ne? Seit wann bist du draußen? Psst, eh schon lang. Seit in der Früh. Ja. Joe, das ist mein bester Freund. Wir haben jahrelang miteinander. Ist ja wurscht, nicht? Jedenfalls, er war jetzt sehr lange verreist. Aber jetzt ist er wieder zurück, der Joshi. Wohin fahren vielleicht? In Amerika. Businessmäßig. Amerika. Chinatown, you know? Ach, Chinatown. Wo bist du eigentlich zurückgekommen? Wer Amerika keine Zukunft hat. Prost. Kaiser Mühn hat auch keine. Fass. Wart nur, bis ich mit dem Geschäft bin. Traust du wieder Linke, ne? Nein. Nie gesehen. Ich hab mir das überlegt, was das Arena ist. Hm? Körperkult. Das trägt dies noch kein, ne? Na, das hat dir gefallen, was? Na, das war super, was? Und dann bei einem Haver eine gratis Probe holen, das war der Partie, was? Nein, ich mach ein Fitnesscenter auf. Auf Leibwand, was? Exklusiv. Du Alcatraz, Emil Leitner pusht so. Ne? Was? Mit ja. Leitner? Ja, was? Ja, nein, ich hab noch nicht erwischt, aber bei ihm daheim war er nicht, jetzt hab ich mir einen Zettel in die Tiere nicht gegeben. Den Zettel ist da keiner mehr. Der Bursch ist Berlin gegangen. Nach Deutschland. Mit einer Piefke kurz. Was ist der? Was heißt nach Deutschland? Sag mal, hat denn der Blitzbett oder was? Ist ein Scheiß. Was mit seiner Alten ist? Ja, die sind doch geschieden. Ne? Ich glaube, die Alte die lebt jetzt zusammen mit unserem Doktor. Wo wohnst du jetzt? Du, wenn du nichts hast, kannst du bei mir auf der Campingliege schlafen. Auf der Campingliege? Neue Bärwohnung. So, dann hast du eine Wohnung. Ne? Seit jetzt. Zwischen Ihnen und Ihrem Buben war ich der Ministrant. Ach ja, der Joshi Täubler, so was. Ihnen habe ich aber lange nicht gesehen. Nein, ich war in Amerika drüber Zeit, ja. Aber eine schöne Zeit drin gehabt, ja. Ein bisschen businessmäßig, ne? Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Wieso? Na geh, jetzt bleiben Sie locker, hocken Sie ja nieder. Wir zwei Kardinalschen haben ja kein Geheimnis voreinander, oder? Kommen Sie. Ja, also was führt Sie zu mir, Herr Täubler? Der Zufall oder ist es Absicht? Boah, beides, sag ich mal. Nicht? Nein, ich will einfach ein bisschen plauschen jetzt über die gute alte Zeit und ein bisschen über die Future auch. Nicht? Ich meine, die ganze Zeit drüben in Amerika haben wir gedacht. Na ja, wer weiß, vielleicht ist der Schultl schon Parteiobmann, nicht? Parteiobmann? Dass Sie nicht Bürgermeister sind, mit dem habe ich gerechnet, nicht? Aber Spaß, gell? Ja, mir gefällt es wirklich, dass ihr beide jetzt politisch sehr einflussreiche Leute seid. Bei der Gelegenheit will ich eh gleich ansetzen, und zwar, wie stehen Sie prinzipiell zur Idee, dass man da in Kaiser Mühn einmal ein Fitnesscenter aufmacht? Ne? Mann, ein schön exklusiv. Was? Ja, also in wirtschaftlichen Angelegenheiten, da ist eher der Schultl zuständig. Ja, also, wie gesagt, ich hätte alles benannt, Pläne, alles. Hab jetzt meine Trainerausbildung drüben fertig gemacht beim Schwarzenegger in Florida drüben in Kalifornien bei ihm. Ein wilder Hund da auch nicht. Sachen aufgeführt. Nein, an und für sich, alles im Rennen. Nicht? Das Einzige, wo ich jetzt sage, dass du ein bisschen bremst, ist, ich brauche einen Kredit. Und ich denke mir, es wäre dann nicht schlecht, wenn ich ein bisschen eine politische Rückendeckung hätte. Nicht? Vergiss uns bei der Sache eins nicht.
ein Fitnesscenter ist für die Volksgesundheit auch sehr bedeutend. Ne? Ja, Herr Tauber, schon. Aber meine, ich bin schon ein aufgeschlossener Mann von nicht geringem Einfluss. Also das kann man schon sagen. Aber sowas geht nicht von heute auf morgen, wissen Sie. Also Sie müssen schon ein paar Unterlagen bringen zuerst einmal. Vielleicht so einen Finanzplan, Referenzen und so. Dann, kann ich schon für Sie vielleicht tätig werden. Ja, nein, hoffentlich ist der Ring nichts. Also ich hab Zeit für Sie. Ne? Guten Tag. Was soll ich bringen? Hallo. Nix. Na, weil ich... Jösser, ich muss eh schon zischen. Fahr mir das zu. Seitdem ich da bin, businessmäßig. Ein Wahnsinn, ne? Aber time is money, wie man sagt, wissen Sie. Ne? Da war ich so etwas. Also, der Däubler, der ist doch. Der war doch im Häfen. Ich bin eh nicht ernst genommen. Sie überlegen sich das jetzt in Ruhe mit Ihrer Wohnung und ich werde dann im gegebenen Fall wieder Kontakt aufnehmen. Es wird ein, zwei Tage vielleicht dauern. Entschuldigen Sie bitte. Der untere bei mir. Hey, servus, Alter. Das muss ein Irrtum sein. Nein, sicher nicht. Rosauerlinde. Nummer 13, stimmt's? Das Objekt, Haus Nummer 13, das kenne ich nicht. Was? Nein, nicht Haus, Zähle. Wir gehen. Ja, ich werde mich dann, wie gesagt, binnen melden. Moment, ich brauche noch... Nein, warte, erst sicher. Erst mein Festplatten los mit dem Stich. Fahrlässige Grieder, stimmt? Erst tust du mir das Buch gebucht, das ist mein Kampf. Sagen Sie, das muss ein Irrtum sein. Nein, das weiß ich sicher, weil das Buch war kompletter Scheiß. Das ist wie der Neidosch gegen einen Lederstrumpf. Der war super, weil ich glaub, der war realistisch. Das draußen besprechen. War, ja, na, das ist super, Herr. Pass auf, du kennst mich nicht und ich kenn dich nicht, okay? Sag mal, was ist mit dir? Jetzt bleib locker. Also der Däubler probiert's wirklich bei an jeden. Aber der Kollege von der F ist ja sehr aufgeschlossen. Aber der... F? Na ja. Wenn wir einmal drin war, dann sehen wir's ja auf einmal nach der großen Freiheit. Was, ja, was bist du denn schon gar nicht, ha? Hallo. Also gut, was kostet es, dass du die Goschen hältst? Na ja, sagen wir nix. Alles gut bei dir, passt das? Moment. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Bursche Leitner, was sonst? Dann sollten wir uns ja eigentlich kennen. Sabine Leitner, mein Name. Ah, Scheiße. Guck mal, dass ich ihn endlich erwisch. Mund halten und Hände hoch. Wollt ihr es wirklich? Ich glaub, so gut kennen wir uns noch nicht, oder? Döbler, Joschi. Ich bin ein Haberer von Bursche. Wie kommen wir uns eigentlich in meine Wohnung? Gute Frage. Der Bursche hat mir einen Schlüssel geschickt ins Olympic-Gym, wo ich mit Schwarzenegger trainiert habe, in Kalifornien drüben. Ich würde da mit dem Bursche das Fitnessstudio in Kaisermühlen aufmachen jetzt. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass der Bursche nicht mehr da wohnt? Eben. Ich denke mir schon selber die ganze Zeit, sag einmal, hörst. Sie glauben jetzt sicher, ich drücke in der Geschichte, gell? Ja, das glaube ich. Der Wiener, Entschuldigung, nur. Ich möchte Ihnen was zeigen, schöne Frau. Ich bin keine schöne Frau. Na, oh ja, schon ein bisschen. He? Den Brief da nehme ich. Und dann tanzt das weg. Sie zwicken ihn nur im Finger. Schauen Sie mir alle aus. Das tut sich nicht aus. Da steht in dem Brief vom Bursche. Ich meine, der Wohnung, das ist nicht mehr drin. So ein mieser Kerl. Also, das von Ihnen da, das. Nein, das brauchen Sie zu ernst nehmen. Ich nehme überhaupt nichts mehr ernst. Und Sie verlassen sofort meine Wohnung. Na ja, nein, wegen der Wohnung, das wird man schon. Ich hol die Polizei. Na du, ich will einmal mit dem Taxi. Sag's, Sie haben sicher die Telefonnummer da vom Hilton. Na, fährst du auf Urlaub, Joschi? Nicht wirklich. So. Wieder, es war jetzt wegen der Campinglegel.